Moin Leute, VenomMames ist wieder back und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es mal darum, wie ihr diese Woche schnell und vor allem viel Geld verdienen könnt, also bleibt auf jeden Fall dran, Freunde. Zunächst würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und natürlich den Kanal abonnieren würdet, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir direkt an, kommen wir direkt zum ersten Punkt. Bei dem ersten Punkt handelt es sich um bestimmte Rennen, und zwar heißen diese Rennen Zeitrennen. Davon gibt es jede Woche ein neues, beziehungsweise jeden Donnerstag kommt da eben ein neues raus und man hat dann eben eine Woche lang Zeit, um dieses Zeitrennen eben zu machen. Diese Zeitrennen starten immer an einem beliebigen Punkt auf der ganzen Map. Im Fall von dieser Woche startet das hier beim Casino. Ihr seht es hier, das Ganze heißt eben Zeitrennen und man hat dort nämlich eine Zeitvorgabe. Das heißt, man startet dieses Rennen an dem Punkt hier. Ich kann euch hier auf der Karte nochmal genau zeigen, wo das ist, direkt neben dem Casino. Und das Ziel, also der Ort, wo man hin muss, ist circa dort, aber das seht ihr nochmal genau. Wenn ihr das Rennen eben startet, dann wird euch das Ziel angezeigt. Ihr fahrt nämlich jetzt zum Starten von diesem Rennen eben in diesen Kreis hier rein und drückt dann einfach auf Starten. Sobald ihr das Rennen dann startet, seht ihr jetzt rechts unten, dass ihr eine Zeitvorgabe habt. Bei diesem Fall hier steht dort eine Minute, das heißt, ihr habt jetzt eine Minute Zeit, um zu dem Ziel zu kommen. Und wenn ihr das Ganze schafft, bekommt ihr über 100.000 GTA-Dollar. Somit ist es meiner Meinung nach eigentlich die effektivste Methode, wie ihr auf jeden Fall jede Woche zumindest einmal diese 100.000 GTA-Dollar bekommt. Wenn ihr das ganze Rennen nicht schafft, könnt ihr respawnen, so wie ich es gerade gemacht habt, und dann respawnt ihr eben direkt wieder neben dem Zeitrennen. Somit haben wir also innerhalb von einer Minute 100.000 GTA-Dollar verdient, und wer das Rennen machen möchte, der kann gerne mal ein Video dazu abchecken. Ich habe das gestern hochgeladen, da zeige ich euch, wie das am schnellsten geht. Ich verlinke es euch hier unten drunter. Genau das gleiche Prinzip von Zeitrennen gibt es auch für den RC Bandito. Wenn ich weiß, was ein RC Bandito ist, es ist so ein kleines, ja sozusagen ferngesteuertes Auto, das braucht ihr eben, um dieses Zeitrennen zu machen. Allerdings muss ich sagen, dass diese RC Bandito Zeitrennen für Fortgeschrittene sind, weil diese RC Banditos sind relativ teuer, Freunde. Das heißt, ihr braucht erstmal so einen, der kostet relativ viel, und wenn ihr den aber gekauft habt, dann könnt ihr jede Woche dieses Zeitrennen machen und bekommt zusätzlich in diesen 1-2 Minuten nochmal 100.000 GTA-Dollar obendrauf. Somit haben wir also jetzt schon mal zwei Methoden, wie wir innerhalb von 1-2 Minuten jeweils 100.000 GTA-Dollar diese Woche verdienen können. Jetzt würde ich sagen, kommen wir aber zu was anderem als Zeitrennen, und zwar zur dritten Methode. Wir haben nämlich auch diese Woche wieder doppelt RP und doppelt Geld am Start, und zwar gehen wir auf Jobs spielen, von Rockstar erstellt. Dann gehen wir das vorletzte auf Gegnermodus und gehen hier ein Stück weit runter und sehen hier jetzt nämlich die Bunkermission. Ihr seht, auf alle Bunkermissionen bekommen wir doppelt Geld und doppelt RP. Wer also ein Fan von Missionen ist, der kann diese auf jeden Fall machen. Diese Woche lohnt es sich. Und für diejenigen, die einen Bunker haben, für die haben wir diese Woche auch auf jeden Fall was am Start, beziehungsweise sogar auch für die, die noch keinen haben, denn erstmal, Freunde, sind die Bunker reduziert. Das heißt, wenn ihr vorhattet, euch einen Bunker zu kaufen, dann macht das auf jeden Fall diese Woche, da spart ihr euch einiges an Geld. Und wenn wir dann diesen Bunker haben, Leute, dann können wir auf jeden Fall wieder richtig Cash machen, denn wir bekommen auf alle Bunkerverkäufe doppelt Geld. Gestern gab es aber von Seiten Rockstar Games auf jeden Fall einen Fail, Leute, denn Rockstar Games hatte veröffentlicht bzw. rausgebracht, dass wir auf Bunkerverkäufe dreifach Geld bekommen. Das Ganze haben sie dann aber nach ein paar Minuten bzw. Stunden wieder rausgenommen. Keiner weiß warum, Freunde, da ist Rockstar Games wohl irgendein Fehler unterlaufen. Ich kann euch hier mal ein Screenshot einblenden, wie das Ganze vorher aussah und wie es eben jetzt aussieht. Das heißt, jetzt bekommen wir leider nur noch zweifach Geld. Das waren jetzt auf jeden Fall die Wege, wie wir besonders diese Woche viel und schnell Geld machen können, Freunde. Wenn ihr Bock darauf habt, dass ich mal ein Video mache, wie ihr das Ganze generell machen könnt, also für Anfänger einerseits, andererseits für die Leute, die schon mehr Geld haben, das heißt, die in Businesses investieren können, dann lasst dem Video doch gerne mal einen Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid, dass euch das Ganze interessieren würde. Und wenn ihr generell neue Videoideen oder Vorschläge habt, könnt ihr die natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, beziehungsweise könnt ihr mir auch auf Instagram schreiben, das kann ich euch auch mal hier einblenden, so heiße ich auf Instagram. Ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal ins Casino, muss mir dort noch den Italy GTO abholen. Ich habe da eine schöne Taktik herausgefunden, wie ihr die Wahrscheinlichkeit erhöhen könnt, um das Glücksrad-Auto zu gewinnen. Ansonsten, Freunde, wollte ich mich auf jeden Fall mal bei allen neuen Zuschauern bedanken, denn wir haben alleine gestern und vorgestern 130 neue Abos gemacht, Freunde. Ihr müsst wissen, ich mache diesen YouTube-Kanal mit GTA erst seit 4 Wochen ungefähr. Muss aber sagen, diese GTA-Videos machen auf jeden Fall übelst Fun. Ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne wieder mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.